Hallo liebes Publikum draußen im World Wide Web. Wir fangen an. Willkommen Ingrid. Heute findet unser Künstlergespräch statt mit Ingrid von Kruse, freibildnerische Fotografin in Verbindung mit der Ausstellung Zwischen Stein und Meer. Und das ist die Ausstellung Zwischen Stein und Meer. Das gleiche Bild wie hinten. Und das ist ein meiner Lieblingsbilder. Und wir werden heute über die Geschichten hinter diesen Bildern sprechen. Aber insbesondere werden wir auch sprechen über die vier Architektinnen, deren Fotografien, deren Porträts wir in der Ausstellung haben. Und es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass diese Ausstellung findet statt während des Festivals Women in Architecture, und dieses Festival findet zum ersten Mal in Berlin statt und thematisiert die Lage, sehr offen steinige Lage, Frauen in der Architektur, in deren Beruf, in deren Leben und überhaupt. Im Vergleich zu den Männern, und dazu würden wir Männerarchitekten oder Männerkünstler auch, weil das muss ich auch noch sagen, dieses ein Thema ist nicht nur für Architektinnen aktuell, sondern auch für Künstlerinnen, aber auch insgesamt in allen anderen Berufen. Es ist so, dass die Kunsthochschulen oder die Architektur Schulen, die Architekten, also die Ausbildung für Architekten, werden mit 50% Frauen und Männern besucht und abgeschlossen, aber letzten Endes im Berufsleben leider sind die Frauen haben nicht so eine Anerkennung wie die Männer. Okay, so ist es. Ingrid hat auch ihre eigene Meinung dazu, da werden wir auch noch dazu kommen. Aber okay, also die Ausstellung zeigt die Porträts von Phyllis Lambert, Denise Scott Brown, Zaha Hadid und Kazuyo Seishima. Und diese Porträts hat Ingrid von Kruse in unterschiedlichen Jahren gemacht, aber hauptsächlich um 2009, 2010, als dieses ein Bildband Eminent Architects erschienen ist oder vorbereitet wurden, was wir auch in der Galerie haben, und werden wir auch darüber sprechen gleich. Und dazu eigentlich, das wäre auch meine erste Frage, erstmal willkommen nochmal Ingrid, freut mich dich hier zu haben. Wie kam es dazu, wie ist die Geschichte jetzt von diesen Porträts, von den vier Architektinnen, wie kam es dazu, also wie hast du dich entschieden, überhaupt genau diese Frauen zu fotografieren? Naja, also ich verstehe weder von Architektur was, hat mich eigentlich, obwohl ich den sehr interessant finde, hat mich der Architektenberuf auch nicht interessiert. Aber ich kam auf diese Idee überhaupt, es ist der erste Band und auch vielleicht der letzte große Porträtband, den ich gemacht habe, in dem nur eine Berufsgruppe versammelt ist. In allen anderen früheren Büchern sind bedeutende Zeitgenossen, aber aus allen verschiedenen Gebieten, die die Kultur, die Politik, die Philosophie, Geschichte, das Theater und so weiter, also nicht aus der Regenbogenpresse, sondern eine etwas andere Schiene. Und diese ganzen, diese Künstler, ob das Bernstein oder Schriftsteller wie Dürrenmatt, die sind ja mehr oder weniger langsam vergessen, aber die haben mich zu jener Zeit in den 80er Jahren sehr interessiert. Es sind dann, da habe ich eben schon drüber gesprochen, aber wir wollen ja auf diese Architektin zugehen. Du kannst die andere Geschichte ja vielleicht nachher noch mal hören, aber es sind sehr bedeutende Porträtbände vorangegangen, die auch international große Anerkennung und Ausstellung hatten. Und ein Schicksalsschlag hat mich eigentlich, mein Mann verunglückte tödlich, und das war eine schlimme Zeit für mich, überhaupt wieder irgendwo Boden zu fassen. Und ich wusste auch nicht so recht,
wie ich weitermachen sollte und so. Und ich war in Köln bei Freunden, die sagten, es war Sommerzeit, fahr doch mal nach Bonn, da ist von Richard Meyer gerade der Anbau im wie heißt denn das Museum, in Rolandseck, angebaut worden und vielleicht interessiert dich das. Und da bin ich dann nach Bonn, von Köln ist nicht weit, und da war dieser Rhein vor einem und es war ein Sonnentag und dieser Bau von Richard Meyer, der eigentlich nur aus Licht bestand, hat mir irgendwie große Freude gemacht. Und da hat sich das, ich war eigentlich auch verabredet, am nächsten Tag, das war verabredet, mit einem Künstler in Wuppertal, der einen Skulpturenpark, das ist ein Engländer, Gott, ich habe den Namen, der ist ganz bekannt, aber ich habe ihn jetzt nicht parat. Tony Gregg? Ja. Der hatte in Wuppertal, der ist an der Uni, an der Kunstakademie in Düsseldorf und der lebt in Wuppertal, hat dort einen Skulpturenpark mit seinen Skulpturen eingerichtet. Und wir lebten ja mal in Wuppertal und dann habe ich mich mit dem verabredet, weil mich dieser Skulpturenpark interessierte. Und bei der Gelegenheit habe ich ihn auch fotografiert. Und da sagt er zu mir, Sie sollten noch mal meinen Freund Norman Foster fotografieren. Dann sage ich, kennen Sie den? Ja, ich kenne ihn, bin befreundet, er ist eben auch Engländer. Und er würde mir die Adresse von der Sekretärin geben. Und da habe ich gedacht, irgendwie ist das jetzt, es ist kein Zufall, dass ich am Tag vorher mit Richard Meyer so berührt war und jetzt kommt dieser Norman Foster aus heiterem Himmel. Und ich habe dem dann tatsächlich geschrieben. Ich konnte mich ja nun auch irgendwie, dann wird sofort nachgeguckt, wer ist das. Und da muss man nicht so wahnsinnig viel zu erklären, wenn man dann im Internet guckt oder so. Und meine Art ist, und das ist vielleicht auch, wenn man überhaupt bei mir von Erfolg reden soll, mein Erfolgsrezept, was ich aber nicht bewusst eingesetzt habe. Als ich am Anfang zum Beispiel Karl Friedrich von Weizsäcker schrieb, oder Dürrenmatt, oder Bernstein, oder wem, weil ich nicht Schreibmaschinen schreiben konnte, habe ich alles per Hand geschrieben. Und mit der Zeit habe ich das immer wieder gemacht. Also das war ein persönliches Zeichen, was bei allen sehr bewusst wahrgenommen wurde. Und vielleicht kann ich auch, es hat sich auch gezeigt, dass ich ja später auch Bücher schrieb. Das Schreiben hat mir immer Spaß gemacht. Und so habe ich Norman Foster eben auch einen Brief geschrieben. Und da kam es dann schließlich, es hat ein bisschen gedauert, weil der hat ja in London ein riesen Büro und noch woanders, weiß ich wo. Er hat aber ein Chalet am Genfer See und da hat er mich dann hineingeladen, weil er da ein bisschen zur Ruhe kam und so weiter. So. Und dann bin ich eben weitergegangen. Foster ist ein Pritzker-Preisträger, Richard Meyer ist Pritzker-Preisträger und dann habe ich mich eben dafür interessiert, wer sind die Pritzker-Preisträger? Und in dem Buch sind fast alles Pritzker-Preisträger. Außer Liebeskind, und darüber freue ich mich, dass er den nicht hat. Bin ich auch mal ganz bissig. Und, Tadao Ando, ja, den habe ich in Venedig getroffen. Also, das hat mich dann sehr interessiert. Ich reise gerne und dann habe ich mich natürlich auch mit deren Werke beschäftigt, also dass man auch weiß, wer steht für was. Und so kam ich dann bei den Pritzker-Preisträgern auch auf Zaha Hadid. Die zu der Zeit, ich glaube, sie war bis dahin die Einzige, die schon Pritzker-Preis hatte. Und ich kannte eine sehr gute Architektin, die auch in Chicago an der Uni Architektur lehrt und die in Spanien lebt und die auch eine Weile in Hamburg war und die ich dort getroffen habe. Und wir haben uns angefreundet und das ist Martha Shawn. Die hat in dem Architektenbuch das Vorwort geschrieben. Es ist auch sehr wichtig, Entschuldigung für die Unterbrechung, Martha Shawn hat auch dieses einen Text als Teil der Ausstellung auch noch geschrieben, unsere Ausstellung, wo diese Situation der Frauenarchitektinnen globaler betrachtet. Und diesen Text ist auch sehr wichtiger Bestandteil der Ausstellung. Kann man draußen lesen oder hier drin natürlich auch. Jedenfalls ist sie immer noch aktiv und war auch mit in der Jury oder ich weiß nicht, wie weit sie jetzt noch darin verwickelt ist in die Pritzker-Preis-Jury. Jedenfalls war sie ausschlaggebend auch dafür.
So, und dann hatte ich mit ihr, und dann hat sie natürlich auch mir gesagt, die Scott Brown ist eine ganz wichtige Frau, die mit ihrem Mann irgendwas ganz Besonderes in der Architektur entwickelt hat, was für Architekturstudenten außerordentlich wichtig ist, was die, ich weiß es nicht, was für eine Theorie sie da aufgestellt haben. Die lebten in Philadelphia, und da bin ich von, als ich, nachdem ich Richard Meyer in New York traf und Pei und Eisenman und wie noch, weiß ich jetzt nicht, bin ich auch bei dieser Reise auch nach Philadelphia gereist und habe die getroffen. Und das ist alles über meine handschriftlichen Briefe. Ich habe niemanden gehabt, der mich da irgendwie geleitet hat. Keine Sekretärin? Nichts, gar nichts, alles. Ich habe auch kein großes Equipment, ich habe nicht mal ein Blitzlicht, ich habe gar nichts. Ich mache alles bei natürlichem Licht, möglichst in einer natürlichen Situation, nicht keine Pose, kein gar nichts. Also, und wichtig ist beinahe auch, je intensiver sowas wird für mich, ist es, wenn ich ein bisschen viel über diese Menschen vorher weiß. Ich beschäftige mich, ob das jetzt ein Schriftsteller ist oder ein Musiker oder was, ich beschäftige mich ganz intensiv vorher, was eigentlich das Schönste an der ganzen Arbeit ist. Aber ich muss sie gar nicht kennen. Also Helmut Schmidt ist ein Beispiel, den kennt jeder, und man kann sich auch gar nicht dem entziehen, dass man den nicht im Kopf hat. Sowas ist für mich nicht sehr reizvoll. Hm. Da ist schon etwas passiert, was ich mir selber nicht erobern kann. Und das ist bei all diesen anderen, denen ich zum ersten Mal im Leben begegnete, ist das eine ganz andere Situation. Das also, und du wolltest jetzt wissen, ja, und dann habe ich eben Zaha Hadid, das war sehr, sehr schwierig, also das war wirklich schwierig, ohne ihren, der ihr also fast aus der Hand fraß, hätte ich fast gesagt, ihr Sekretär, und eine unendliche Geduld hatte und Toleranz, ohne den wäre es nie dazu gekommen, wenn der nicht also immer versucht hätte, das irgendwie wieder hinzukriegen und mich immer gewarnt hat, ob das klappt, weiß ich nicht, aber jetzt vielleicht und so. Also das war schon, und dann schließlich habe ich sie in Rom erwischt. Und das war, da hatte, war gerade dieses Maxi-Museum da, oberhalb von Rom entstanden, was also eingeweiht werden sollte. Und sie wurde erwartet, dass sie, als sie das zum ersten Mal ihre Kreation selber betritt, kein anderer durfte dahin, und wie das ablief, da würde ich Ihnen gerne ein bisschen vorlesen. Darf ich das? Und das ist aber aus diesem Buch, richtig? Ja, ist aus dem Buch. Wo ich, aber nein, ich habe im Architektenbuch sind auch kurze Geschichten über diese, die dort abgebildet sind. Nicht über alle, aber fast alle sind da kurze Geschichten. Die kann man darin auch nachlesen. Ich habe dann nachher dieses Buch, was dann nur aus Erzählungen besteht, eine Abteilung da drin heißt Gehäuse. Norman Foster traf ich, nachdem ich Peter Zumthor, ich weiß nicht, ob er Ihnen was sagt. Ja, da, aber er lebt in der Schweiz. Ach so, ja, aber dann brauche ich Ihnen nichts zu erzählen. Nein, aber der lebt ja in der Schweiz. Und ein sehr eigenwilliger Mann, aber es war schon eine sehr interessante Geschichte. Kurz und gut. Ich kam dann... Ich war irgendwie von dieser, das war eine manische Ruhe, eine manische Stille. Es zeichnete sich nichts auf dem Gesicht, aber es war kein Geräusch im Haus. Man musste Puschen anziehen, es gab keinen Eingang, den man sah. Bei Zumthor. Ja, und ich habe das auch beschrieben, es war schon sehr, sehr magisch, was sich da abspielte. Und ich kam aus dieser Welt und fuhr dann weiter an den Genfer See, wo Foster sein Chalet hatte und auf mich wartete vielleicht. Und da war alles hell und alles weiß und er auch weiß angezogen und der Fußboden weiß und alles sauber und ordentlich. Und da habe ich zu ihm gesagt, der wusste ja nicht, woher ich komme, da habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich komme aus der Unterwelt hier in die Oberwelt. Und da hat er gesagt, Sie kommen von Zumthor? Ja.
Ja, also nur um sowas mal zu sagen. Ja, und ja. Das sind dann auch, und da sagte er, und das hat, deswegen komme ich auf das Gehäuse, da sagt er zu mir, wissen Sie, jeder arbeitet in seinem eigenen Gehäuse. Er wollte damit sagen, jeder baut sich seine eigene Welt, in der er, und das Gehäuse fand ich so eine schöne Formulierung. Und unter diesem Thema Gehäuse, im Gehäuse sind einige Geschichten in dem Buch. Ich würde es gern vorlesen. Wenn, okay, das sind die Geschichten über Zaha Hadid. Also, ich habe erzählt, dass also schließlich ihr persönlicher Referent oder Sekretär es schließlich hingekriegt hat, nachdem wir immer telefoniert haben, er mich immer wieder vertröstet hat und auch mir all die Schwierigkeiten seiner Chefin klar machte, das braucht ihr auch gar nicht mehr viel zu hören, dass er eines Tages sagte, also wenn Sie nach Rom kommen, das kann sein, dass das klappt. Da wird dieses Maxim-Museum eröffnet und sie muss da sein, weil das natürlich, sie brauchen einen großen Bahnhof, das ist unerlässlich bei ihr gewesen. Und wenn es glückt, ich kann nichts versprechen, dann kann es sein. So. Also, nach 10 Jahren Bauzeit wird den verwöhnten Römern mit dem Maxim-Nationalmuseum der Kunst des 21. Jahrhunderts ein Bauwerk beschert, das mit allen Normen der Moderne bricht. Ein Prachtstück dekonstruktivistischer Architektur aus Glas, Stahl und Beton, so der Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Eröffnung mit dem Auftritt von Zaha Hadid und der anschließenden Pressekonferenz wurde auf 10.30 Uhr anberaumt. Journalisten und Architekten sind aus der ganzen Welt angereist. Auf dem Flaminio, das ist diese Höhe in Rom, weit ab vom alten Zentrum der ewigen Stadt, hoch über der Piazza del Popolo, flattern an langen Fahnenstangen im eisigen Wind die Namen Zaha Hadid, Maxim Museo Inaugurazione. Auf dem ehemaligen Kasernengelände hat ein UFO-ähnlicher Dinosaurier mit seinen verschoben aufgeschichteten, kurvigen, spitzwinkligen Betonmassen Platz gegriffen, an dessen Stirn der vorgesetzte Betonwürfel abzustürzen scheint. In seinem Fenster spiegeln sich neben dem neuen Konzertsaal von Renzo Piano die Fassaden der gegenüberliegenden alten Wohnhäuser. Die absichtlich geneigten stählernen Stützpfosten scheinen unter dem Gewicht der Eingangskonstruktion zusammenzubrechen. Ich werde an das erste aufsehenerregende Bauwerk von Zaha Hadid erinnert, an das Feuerwehrhaus, Fire Station, der Firma Vitra in Weil am Rhein, wo mich angesichts der ineinander verkeilten Innen- und Außenwände aus nacktem Beton unmittelbar das Gefühl der Abwehr überkam. Ein Bauwerk, das seinen eigentlichen Zweck gründlich verfehlte. Das zu niedrig bemessene Tor machte jedem Feuerwehrauto die Durchfahrt unmöglich. Die abfallenden Fußböden der Duschräume, die asymmetrischen Spiegel über seitlich geneigten Waschbecken versetzen die Feuerwehrleute nach ihren gefährlichen Einsätzen in Schwindelzustände. Dafür bekam sie den Pritzker-Preis. Und das, naja. Auch heute auf dem Flaminio-Hügel oberhalb der ewigen Stadt baut sich in mir gegenüber der bedrängenden Betonmasse ihren schwellenden, aggressiven Formen ähnlicher Widerstand auf, zumal man sich in der Presse bereits fragt, ohne sich dem bunkerähnlichen Bau zwischen den gewölbten Wänden der Innenräume, auf den abschüssigen Ebenen sowie in spitzwinkligen Nischen der engen Korridore bewegt zu haben, wie fragt man sich, wie sich wohl darin Bilder und Skulpturen des 21. Jahrhunderts angemessen präsentieren ließen. Dazu muss ich sagen, das war die Eigenart von, sie hat sich nie an den Zweck gehalten. Egal, ob es für Menschen bewohnbar war oder nicht, das waren ihre Skulpturen. Und wenn sie Glück hatte, war es dann, konnte man, so. Über all diesen kontroversen Diskussionen hatten wir Angereisten in der Kälte kaum bemerkt, dass die angekündigte Zeit der Eröffnung Inaugurazione mit dem spektakulären Auftritt von Zaha Hadid lange überschritten war. Vom Campanile schlägt es 11. Wer nicht erschien und nicht erscheint, ist Zaha Hadid, die, wie es heißt, nach einem wichtigen Gespräch mit einem saudischen Ölmagnaten am gestrigen Abend in Zürich erst heute Morgen in Rom gelandet ist. Also verschiebt sich ihr Erscheinen zunächst auf 12 Uhr. Um 12.15 Uhr die überraschende Nachricht, Zaha Hadid ist auf dem Weg.
Um 12.30 Uhr die Meldung aus dem Luxushotel de Russie, ein Essen mit einem Manager aus Dubai habe man nicht absagen können. Also, wie sie das alles gemacht hat, das fand ich schon. PR-Mann Roger Hovey, das war dieser, ihr Assistent, begabt mit englischem Humor, ein bis zur Erschöpfung geübter Vollstrecker unzumutbarer Wünsche und Forderungen, weiß das Gesicht der launischen Baukünstlerin zu wahren. Eindrucksvoll höflich bittet er um Verständnis, wenn sich die umworbene und von Aufträgen überlastete Architektin selbst an diesem Tag der Einladung nicht erwehren kann. Don't care, zitiert er seine morgenländische Herrin und vertröstet die Wartenden auf Weiteres. Ungeachtet des rauen Windes bleibt man gefasst. Giovanni, der junge zuvorkommende Architekt, der diese Baustelle zu betreuen hatte, nimmt sich meiner an. Er führt mich zur Verwunderung aller gegen das strikte Verbot der Star-Architekten, niemand dürfe vor ihr einen Fuß in das Heiligtum Roms setzen, durch das kurvenreiche Maximuseum. Der Blickfang bleibt die Treppe, eine für sich schon imposante Skulptur, die zum Fotografieren verführt. Wie eine abstrakte schwarz-weiße Raupe windet sie sich in eleganten Wünschen und der raffiniert geleiteten Leuchtröhren bis unter das lichtregulierende gläserne Dach. In ihrem Schatten werden ausgestellte Kunstwerke zur Bedeutungslosigkeit verkümmern. Von dort oben blicken wir, also der junge Architekt und ich, durch die Windungen des Treppenhauses bis unten auf den Eingangsbereich. Plötzlich ein unterdrückter Schrei. Oh Dio, Giovanni wird kreideweiß. Saha steht im Atrium. Dio, wie kommen wir ungesehen an ihr vorbei nach unten? Ihre Knieverletzung ist unser Glück. Sie muss den Aufzug nehmen und ohne die aufgereihten Journalisten eines Blickes zu würdigen, verschwindet sie im Ascensore, gefolgt vom devoten Bürschchen, das das Handy und die Issey Miyake-Tasche voll teuerster Prada-Sonnenbrillen zu tragen hat, während wir in Panik die Treppe abwärts preschen. Schon aus der Vogelperspektive ahnte ich, welch gewaltige Ballung im Anzug ist. Wie die Erstbegehung im Alleingang dann schließlich verläuft, bleibt ein Geheimnis. So, nur mal um das zu schildern, wie schwierig war, ja, was sie von den anderen verlangte oder was sie für selbstverständlich hielt. Und die Geschichte geht dann weiter, aber die will ich Ihnen jetzt nicht alle vorlesen. Dann wird, also bald danach ist dann eine Pressekonferenz oben und sie sind aus allen Teilen der Welt angereist und sie ist wieder mal nicht da und lauter Fotografen mit schwarzen Sonnenbrillen und schwarzen Lederjacken alles sitzen auf ihren Edelstahlkoffern und ich fand auch noch irgendwo einen Platz und schließlich rauscht sie herein mit so einer Wolke von petrolfarbenem Georgette hinter sich herziehend, mit einer orangenen Strähne, mit einem, die hat sich selbst ihren Schmuck gemacht, mit, das konnte man sehen, war nicht zu übersehen, wie ein Schlachring hat sie sich aus eigenem Silber oder was, hier ein Pfeil oben drüber, über diese nicht sehr feinen Hände. Also wirklich, ich habe damit Probleme. Das muss ich sagen, aber man kann es ja auch mal aus der Perspektive vielleicht auch einmal erzählen, wie sowas so läuft. Ja? Schließlich und endlich, das war dann Abendessen, da war aus Jordanien der König und Gott weiß was alles da und alles schwelgte und küsste sich, da war noch keine Pandemie und es wurde aufgefahren noch und noch und noch und Saha hatte einen Hof um sich, es war ganz unglaublich. Jedenfalls, ich durfte dann auch kurz mal fotografieren, da habe ich mich auch verzogen. Dann war das zu Ende, es hat dann sehr lange gedauert und nun kam wieder dieser Hovey, dieser nette Mann und sagte, also Ingrid, jetzt wird sie dann mit den Presseleuten nochmal extra sprechen, dann gab es ein kleines Buffet. Also, da war also, und dann hat ein Journalist sie dies und das gefragt und ein Mitarbeiter kam, um ihr irgendwas zu bringen und da hat sie den in einem Wutgebrüll vor allen anderen fertig gemacht. Also das ist unsäglich einfach, ja. Und schließlich hat sie sich dann da ausgetobt und der
Huvi hat immer mir gewinkt, jetzt, vielleicht jetzt, vielleicht jetzt, vielleicht jetzt, vielleicht jetzt, vielleicht jetzt. Und dann stand sie irgendwo an dieser Treppe, diese Raupe, die da nach oben ging. Und dann jetzt? Ja, ja, und jetzt. Und dann stand sie wirklich da. Wie ein Vulkan, wie ein Panzer. Also auch die Form, alles. Und dann haben wir ein paar Worte gewechselt und sie hat auch dann gnädig geantwortet, aber eigentlich hat sie das auch sowieso nicht interessiert, brauchte sie auch nicht. Aber neben ihr stand ihr Geschäftsführer, der heute diese Firma weiterleitet, Schumacher. Der ist viel größer als sie, steht immer im Hintergrund, hinter ihr, neben ihr, weiß ich was. Ein Deutscher. Ja, ein Deutscher, und der führt es nach ihrem Tod auch alles sehr gewissenhaft weiter. Den durfte ich nachher nochmal ablichten. Ja, so, nebenbei. Den Schumacher. Den Schumacher, ja, ja. Also, und wie sie sich auch verhalten hat, das weiß man ja auch. Das wurde in der Presse natürlich auch, die hat dann auch Fußballstadien in Katar und in einem anderen Land für die 2024 Fußball-Weltmeisterschaft gebaut, wo man weiß, dass da die armen Flüchtlinge oder wer auch immer da gearbeitet hat, sich zu Tode gearbeitet haben, ja. Denen die Ausweise abgenommen wurden, die sich zu Tode da gearbeitet haben. Und das hat man ihr gesagt, that's not my problem. Das ging durch die ganze Zeitung. Ja. Ja. Also sowas, das ist einfach, dann muss ich sagen, soll sie ihre Skulpturen bauen und berühmt werden oder vielleicht auch anregend sein. Aber ich finde, sie erfüllt nicht in meinen Augen, Sie können das anders beurteilen, die Aufgabe, für den Menschen etwas zu bauen. Es ist eine sehr interessante Geschichte mit Denise Scott Brown. Ja, erzähl du mal. Denise Scott Brown ist auch eine Architektin und sie ist zusammen in diesem Buch, schweres Buch, mit ihrem Mann Robert Venturi abgebildet. Und das Büro hat Pritzker Preis gewonnen. Ja, als Büro. Und das Besondere dabei ist, dass nur der Name von Robert Venturi erwähnt ist bei der Pritzker-Preisträger und nicht ihr Name, obwohl sie alle zusammengearbeitet, also die haben zusammengearbeitet, ja, und zusammen alles zusammen gemacht, ja, haben. Und da gab es auch sogar eine Petition und unterschrieben auch von Zaha Hadid und, ja, von, ja, anderen, ja, Pritzker-Preisträger, auch von Robert Venturi, von ihrem Mann, die da dafür geworben hat oder sich eingesetzt hat, auch ihren Namen, ja, aufzunehmen als Pritzker-Preisträgerin. Das wurde aber letzten Endes nicht gemacht, aus irgendeinem Grund, das weiß ich nicht. Und sie hat auch gesagt, eigentlich die Petition ist mein Preis. Das, was die, dass die, ja, dass die Leute, ja, ja, das, ja, ja, auf diese Weise anerkannt haben, das ist mein Preis. Und wie hast du sie getroffen? Also wie hast du die beiden getroffen? Ja, da, wie ich sagte, ich habe in New York Pai und Richard Meyer und Eisenman getroffen. Und das war geplant, ich hatte denen auch geschrieben. Ich habe das also versucht zu koordinieren, diese Reise. Habe, ja, die dann in Philadelphia aufgesucht. Sehr, sehr, sehr sympathische, warmherzige Menschen. Die waren schon ziemlich alt im Gegensatz zu... Richard Meyer war auch nicht mehr jung, aber ich hatte das Gefühl, die waren noch älter und waren auch beide gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Auch ihre ganzen Modelle waren eine andere Zeit, eine ganz andere Zeit. Ja, das sah man schon. Ja, 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 alles analog. Ja, ja, aber wie gesagt, die haben, also wie ich jetzt von vielen auch erfolgreichen Architekten gehört habe, diese Lehre, ich weiß nicht genau, was die da aufgestellt, das wissen Sie wahrscheinlich, dass das für viele eine Grundlage im Studium ist. Das vierte Porträt ist von Phyllis Lambert. Ja. Phyllis Lambert ist eine besondere Erscheinung. Sie hat sich als aktive Architektin nicht so wahnsinnig betätigt. Sie ist die Tochter, wie hieß denn die, Bronsfield, also eine geborene Bronsfield. Und Bronsfield, ihr Vater, hat die Seagram Building in New York für diese Whisky-Firma, ja, ja, gebaut. Und sie studierte zu der Zeit bei Mies van der Rohe.
Und ihr Vater, also die sind durch diese Prohibition so reich geworden natürlich, nicht? Das ist alles nach Kanada gegangen. Und dieser Vater hat sich einen Architekten gesucht, bevor Mies dran kam, dass die seine Tochter sagte, das ist unmöglich. Mies ist eine ganz andere Qualität und sie hat es erreicht, dass Mies von der Rohe dieses Building baute und sie das begleitete als Studentin sozusagen. So. Und die ist dann, hat eben sehr viel geerbt durch diese Geschichte und hat sich vor allen Dingen dadurch hervorgetan, dass sie das Canadian Center for Architecture in Montreal gebaut hat. Und das ist ein Museum, was, also ein Architekturmuseum von einer unglaublichen Schönheit aus Ahornholz, aus poliertem verschiedenen Marmorsteinen, aus geschliffen, mattem Stahl und Glas und mit einer enormen Sammlung, was für Architekten also wirklich eine große Plattform ist, um dort zu studieren. Es gibt da zum Beispiel auch noch Zeichnungen von Michelangelo, die dort im Archiv sind. Also nur um das mal so zu schildern. Und ich bin da gewesen, ich war sehr beeindruckt davon. Sie lebt in Montreal. Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Sie war schon ziemlich alt. Ja, lebt noch. Und als ich Frank O'Gary in Los Angeles getroffen habe, hat mich auch das Getty Center von Richard Meyer interessiert. Und dort habe ich auch einen Wim de Witt, das war dort der Architekturhistoriker an diesem Institut, ich war verabredet dort. Und er war noch mit, der ist ja jetzt wieder hier in Berlin, Thomas Gehtgens, der war damals Direktor dort, verabredet und die wussten von meinem Thema, ich war ja auch wegen Gary da und dann sagten sie, zeigen Sie doch mal die Bilder, was Sie da haben. Da hatte ich dann auch Sarah Dietz, so ein kleines Bild. Und Sie müssten die Phyllis Lambert, wenn Sie die Sarah Dietz bewältigt haben, dann sind wir froh, wenn Sie lebend von dieser nächsten wiederkommen. So. Und ich habe dann ihr auch geschrieben. Und sie hat mich auch empfangen in ihrem Haus. Es gibt ja einen französischen Teil in Montreal und einen englischen. Und sie hat da ein altes französisches Haus, sehr schön ausgebaut, auch mit Rolldächern zwischen den verschiedenen Etagen, wo die ganzen Pflanzen durch die Etagen wachsen und so weiter. Ganz interessant. Was aber für mich wirklich beeindruckt, das kommt hier im Buch, ich muss das andere Bild mal zeigen, ein Hund existierte da. Welches Buch ist das, weil du meinst? Hier drin. Hier? Wo die, ja. Ah, das andere Bild, genau. Ja. Und da war ein solcher schwarzer Neufundländer, oder was es für ein Tier war. Und der hieß Eros. Eros. Ah. Und ich sag Gott, das ist ja ein toller Name. So hießen alle meine Hunde. Da wo ich... Nein, wirklich? Ja! Also, ist das nicht irre? Ja. Ja, aber der war so groß. Riesige schwarze Hund. Ja. Also, zunächst war ich in ihrem privaten, was glaube ich eine große Ehre war, dass ich in ihrem privaten Haus sie besuchen durfte. Und dann wollte sie und ich ja auch, dass ihr Museum da sehen. Und dann hat sie dann da ein Land Rover oder irgendwas bestellt, wo nun dieser große Hund, der nahm fast den ganzen Platz ein, ich saß und sie da und der Hund, das überragte alles. Und da fuhren wir dann mit diesem Land Rover da zu diesem Ding und der hatte dann auch ein eigenes Zimmer und alle kennen ihn. Also es ist schon eine irre Geschichte. Jedenfalls, sie hat da wirklich sich ein Denkmal gesetzt. Das muss ich sagen, dieses Museum ist fantastisch überhaupt, wirklich fantastisch. Und ich hatte alle diese Architekten, die in diesem Buch sind, vorher gebeten, mir ein Statement zu schreiben über ihre Architektur, ein kurzes Statement oder auch eine Zeichnung, was sie wollten. Ich habe ja auch Modelle fotografiert, die da zum Teil... Und da hat mir zum Beispiel sie, das ist jetzt schwarz-weiß, eigentlich ist das farbig, was du da eben als Zeichnung gezeigt hast, das hat sie geschrieben, ich habe das Original, ja. Da hat sie Frank Lloyd Wright und Mies van der Rohe irgendwie
gezeichnet, als die zusammen in einem Gespräch waren. Und das ist dieses Bild, das ist jetzt nur schwarz-weiß gemacht. Ja? Und irgendwo kann man ahnen, dass hier irgendwo ein Gesicht ist. Ja. Jedenfalls, ich habe auch von David Chipperfield eine Zeichnung bekommen, weil er sich über mein Porträt so gefreut hat, den ich überhaupt so als Mensch vor allen Dingen schätze, muss ich sagen. Weil, unser Nachbar. Als ich ihn hier in Berlin traf, als dieses Museum, da diese ganze Geschichte gebaut worden war, war schon gebaut, da hat er mir erzählt, also sowas würde in England ja nie vorkommen, dass eine Stadt sich derartig einsetzt, ihre Interessen durch Petitionen, durch die Presse. 10 Jahre hätte er mit denen gerungen, um alle ihre Wünsche oder Vorstellungen irgendwie in einen zu vereinen. Und er sagte, das würde in London nie passieren. Er schätzte das wirklich hier, ob das jetzt nur Berlin ist oder an Deutschen, dass die bereit sind, sich so dafür anzusetzen. Und ich erzählte ihm, er hat auch bei Norman Foster, glaube ich, und bei Richard Dodgers studiert. Und die hatte ich auch schon getroffen. Und sprach ich ihn darauf an. Und dann sagt er, ja, Norman Foster, der ist für die Presse, für alles sehr offen und wichtig. Aber Richard Rogers, sagt er so, das hat mich sehr beeindruckt. He is a Mensch. Also es gibt im Englischen nicht das Wort, was wir für Mensch haben. Und er sagt, he is a Mensch. Das fand ich einfach so bezeichnend für diesen Menschen. Ja? Also das sind meine Erfahrungen, ich so mitnehme. Ja. Was mich auch dann teilweise sehr berührt und auch nachgeht. Ja? Das war schon, ist schon interessant. Ja, also jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt machen wir den Sprung dann zurück zu Kazuyo Saishima und warum, also Kazuyo Saishima eigentlich macht jetzt in unserer Ausstellung die Verbindung zu Venedig. Warum? Weil sie ist auch im Moment läuft in Venedig die Architekturbiennale, was verschoben wurde von 2020 auf 2021. Und sie ist die Vorsitzende der internationalen Jury, das ist der 17. Biennale, und sie ist auch gerade in Venedig und wir haben auch Venedig-Bilder. die Bilder aus Venedig, die großformatige Drucke hier in der Ausstellung, ein sehr wichtiger Teil der Ausstellung sind, werden wir jetzt gleich auch noch ein bisschen näher hinter der Entstehung der Bilder kommen. Weil ich als Kuratorin, ich fand es auch sehr interessant, diese Zusammenstellung, also diese poetische Hintergrund oder auch dann Vordergrund letzten Endes, wenn man sich da vorstellt, in die Kombination zwischen der Stadtbilder von Venedig mit den Fotografien oder die Porträts, die speziellen Porträts von den Frauen, die uns alle ganz direkt anschauen. Das finde ich auch sehr besonders bei den Porträts, dass die Frauen direkt zu uns sprechen. Die Frauen schauen uns direkt an. Und es scheint auch so, als ob sie auch miteinander sprechen. Ja, das hängt aber an deiner Aufhängung. Das ist natürlich, ja, aber das hängt auch an deinen Bildern, weil deine Bilder haben die Blicke der Frauen ganz so entspannte Blicke, aber sehr intensive Blicke aufgefangen und das finde ich sehr schön. Und das natürlich mit den Blicken zu der Stadt Venedig in den 80ern und 90ern, weil das war die Zeit, als du zum ersten Mal da warst oder eine der ersten Male, das macht die Ausstellung aus und dann diese Kombination zwischen Stadtbilder und Materialität, was man bei den hier Wasser oder die Pfeilen oder natürlich auch die zwei Kirchentürme
oder auch ein bisschen weiter die steinernen Treppen von Venedig und natürlich auch die Gondeln. Und die Gondeln sind das Haupt, das Coverbild von diesem Bildband, was ich jetzt gleich vorstellen möchte. Das, was ich aber vorher sagen möchte, ist, dass dieses ein Bildband in 1996 erschienen ist. Bei Hirma Verlag, wurde jetzt noch einmal von Jovis Verlag als zweite Auflage aufgelegt, genauso wie das erste. Ja, es ist alles, ich habe das verglichen, es ist genauso. Ja, es ist ja nicht so selbstverständlich, dass von solch einer Qualität wie Hirma seine Bücher machte. Ja. Und ich habe natürlich auch da großen Wert drauf gelegen, aber man muss erstmal den Drucker finden und auch die Bereitschaft des Verlegers, das so zu machen. Aber ja, es ist wunderbar gelungen. Ja, und bevor wir auch zu diesem Bildband kommen, dann muss ich noch erwähnen, dass nicht das erste Bildband von Ingrid ist, sondern da sind auch drei vorher erschienen. Und die waren mit anderen Themen, also jetzt nicht die Stadt, sondern Europa und Zeit und Augenblick hieß, also Zeit und Augenblick ist erschienen in 1988. Und da sind auch sehr bekannte Persönlichkeiten abgebildet worden, Theaterregisseuren, Philosophen wie zum Beispiel Leonard Bernstein oder Musiker natürlich Leonard Bernstein, Yehudi Menuhin, Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt, Politiker Richard von Weizsäcker, Helmut Schmidt. Das hast du doch gemacht, also ein Helmut Schmidt Bild hast du gemacht, Genau, und in 1992 ist dann Europa beim Wort genommen, als auch ein anderes Buch, wo diese Politiker, oder das waren meistens Politiker, Das sind also berühmte Derrida und Claude Lévi-Strauss und also bedeutende und Kirchenmänner, Kardinal Casaroli, also die alle eine große Rolle in ihrem Geist und in ihrem Intellekt, wenn es nicht Politiker sind, sich in der Wende geäußert haben oder auch was bewegt oder dazu geschrieben haben. Gorbatschow, Shevardnadze. Also es ist ja wirklich, das war das Thema damals, dieses Zeit und Augenblick war eben eine Mischung aus verschiedenen namhaften Porträts von namhaften, vorwiegend Deutschen, außer Bernstein und Yehudi Menuhin ist auch da drin. Aber dann, ich hatte vorher, das kann ich nur mal kurz sagen, mein eigentlicher Beruf ist Designer. Und ich habe in Hamburg auf der Meisterschule für Mode in den 50er Jahren 8 Semester studiert und habe mit einem Diplom für Textildesign abgeschlossen. Und Hamburg war keine Textilstadt und ich bin ins Rheinland gegangen und habe dort, da gibt es verschiedene Textilfirmen, heute vielleicht auch nicht mehr, jedenfalls habe ich dort frei Entwürfe gemacht für sehr, sehr elitäre Firmen, aber es ging nur um Einrichtungsstoffe, nicht jetzt um Mode. Und eines Tages, ich war da mindestens schon, vielleicht meine Kinder waren ja schon, also die waren ja schon im Abitur, ich habe das immer zu Hause weitergemacht. Da habe ich mich mal interessiert für die Fachzeitschriften von all diesen Designern, die da alle ihre Sachen da präsentieren. Und da habe ich festgestellt, ich konnte zeichnen. Zu der Zeit konnte ich noch wirklich zeichnen. Es gab damals aber keine Computer, wo man das alles so verändern konnte. Und da sah ich, dass meine Kollegen sehr viel fotografierten und diese Motive dann umsetzen in den Entwurf. Und da habe ich gedacht, das kannst du eigentlich auch mal probieren. Und ich hatte aber keine Ahnung, habe meine Söhne gebeten, dass sie mir ihre Konfirmationsfotoapparat mal leihen, mit dem Minolta, und mir mal erklären, wie ich das machen muss. Und das haben sie mir dann erklärt, das haben sie mir aufgeschrieben. Und dann war kam Zufall, dass die erste Reise, die ich machte, einmal damals in der Zeit nach Rom ging. Und da habe ich gedacht, wenn das Ding geklaut wird, ist auch egal, ist nicht so wertvoll. Und habe mich dann in Rom auf den Ruinen der Antike ausgetobt,
mit drei kleinen Filmen. Und kam zurück und wir wohnten in Wuppertal. Ich treffe den Museumsdirektor vom Vonderheit-Museum und der kannte mich. Wir haben Sie länger nicht gesehen. Nein, wo waren Sie? In Rom? Was haben Sie gemacht? Fotografiert. Was, Sie haben fotografiert? Ja. Kann ich das mal sehen? Kann ich mal sehen? Habe ich Ihnen die Kontaktabzüge von den drei kleinen Filmen gezeigt? Dann hat er gesagt zu mir, lassen Sie mal, ich konnte das ja alles gar nicht, lassen Sie mal 10 von diesen kleinen Bildern nach meiner Wahl auf 50, 60 vergrößern. Und ich möchte mal sehen, was darüber rauskommt. Und da hat er beschlossen, ich mache die erste Fotoausstellung im Vonderheit-Museum. Das waren diese, es sind eigentlich mitten auf. Gleich in dem Vonderheit-Museum. Ja, gleich im Vonderheit-Museum. Und dann schrieb das Handelsblatt darüber, ist ein neues Talent oder weiß ich was, wurde geschrieben. Und dann habe ich gesagt, also ich wollte es gar nicht als Beruf machen, aber so geht das ja nun nicht, das muss ich lernen. Und dann bin ich nach Essen als Gasthörer auf die Folkwang-Schulen gegangen, die haben mich dann auch als alte Dame angenommen und habe 6 Semester Fotografie dort gemacht. Neben meinem Beruf und die ganzen Studenten hätten meine Kinder sein können. Ja. Und bei der Gelegenheit habe ich eben alle Aufgaben erfüllt, ob das Architektur oder Stillleben oder Stadt, was auch immer man da so Aufgaben zu bewältigen hat, da kam das Porträt auch dran. Und da habe ich dann eben weil wir in Wuppertal, habe ich eine Schauspielerin, die ich gut kannte, fotografiert. Und daraufhin sagt mein Professor, holen Sie mich ins Ihr Zimmer, Sie sollten sich mit dem Porträt mehr beschäftigen und fangen Sie gleich bei berühmten Leuten an. Die warteten ja nur auf mich. Also, aber ich wollte Ihnen das nur kurz erzählen. Und schließlich habe ich dann die 6 Semester gemacht und habe dann eben durch diesen, ich habe Ihnen eben das erzählt mit Karl-Friedrich von Weizsäcker, dass ich durch diese Ausstellung da diesen Auftrag kriegte und so bin ich in die Fotografie ganz eingestiegen. Es war für mich eine ganz neue Welt, obwohl ich das andere auch sehr, sehr gern gemacht habe. Der Textilindustrie ging es damals auch schlechter. Und ich habe eben eine neue Welt entdeckt und meine Söhne waren aus dem Haus, mehr oder weniger, also es hat sich alles gut gefühlt. So, das war's jetzt. Dann kam als erstes dieses Zeit und Augenblick, das bei Dumont erschien, mit einer Ausstellung auch im Rheinischen Landesmuseum. Und dann kam die Wende. 88 war das Buch da und 89 war die Wende. Und jeder sagte damals, wenn Sie so schon anfangen, was wollen Sie noch machen? Und dann kam Europa. Und da habe ich gedacht, also jetzt nach Osteuropa und jetzt nach Europa und jetzt reisen und jetzt Europäer treffen, die was bewirkt haben mit ihrem Wort. Europa beim Wort genommen. Und dazu gehören eben sowohl Politiker als Kirchenleute, als Historiker, als Theaterleute und so weiter und so fort. Und diese alle habe ich dann gebeten, ich bin also ganz allein überall in Moskau, 5-mal mindestens gewesen, habe ich dann, nachdem ich ihnen die Bilder geschickt habe, gebeten, für mich oder für dieses Buch, ihr persönlichen Blick auf Europa in einem Statement zusammenzufassen. Das haben sie alle gemacht. Und es sind in dem Buch sind 150 etwa und die Hälfte hat mir das handschriftlich geschickt und alles in ihrer Sprache, in ihrer jedenfalls. Und dann wurde das in Brüssel, hier das ist dann hier in Berlin im Deutschen Historischen Museum von Hildegard Hamburg ja damals eröffnet worden, dieses Buch und die Ausstellung und dann ging es nach Brüssel und da hat man dies alles ins Englische und Französisch übersetzt, sodass es also international durch die ganze Welt ging. So, das war Europa. Das war ein sehr wichtiges Buch und es wird vielleicht auch noch mal sehr wichtig werden, weil es ist ein historisches Dokument. Europa beim Wort genommen. Weil es heute ist ein Europa anders als vor 30 Jahren. Ja. So, das, also du hast, ich will dich jetzt nicht unterbrechen. Jetzt machen wir mal. Nee, ich will dich nicht unterbrechen. Das finde ich sehr, sehr interessant und genau das bietet sich auch jetzt so ganz gut an, weil diese Bezug zu Venedig zu machen, weil Venedig hast du damals auch in den 80ern, Ende 80ern, Anfang 90ern fotografiert und das ist genau auch diese Zeit. Und was hat dich damals nach Venedig verschlagen? Es sind alles einfach so, wie ich nach Rom gekommen bin, meine erste Reise und da fotografiert. So wollte ich auch unbedingt mal nach Venedig, wenn man dann von Thomas Mann den Tod in Venedig oder was, und es ist ja mir unendlich viel große Dichter sich dort verewigt mit ihren Romanen oder Gedichten. Und ich wollte diese Stadt kennenlernen. Und dann bin ich mit Freunden da mal hingefahren. Und mich hat wirklich, ich habe gar nicht diese ganze Schönheit so wahrgenommen.
Ich habe diesen ganzen gläsernen Kitsch, der die ganzen Schaufenster da füllte, das hat mich fasziniert. Den gläsernen Kitsch, ja, aber alles in Schwarz-Weiß. Ja, und da bin ich wirklich wie fast verrückt geworden davon. Ja, weil in, und, ich zeige jetzt hier ein paar Bilder. Das ist jetzt nicht direkt der Kitsch. Nein, aber nein, das ist nicht der Kitsch. Nein, nein, aber davon ist auch, von dem Kitsch ist hier eigentlich auch nichts drin. Immer Schwarz-Weiß. Immer Schwarz-Weiß. Immer Schwarz-Weiß. Alles mit Hasselblatt. Immer selbst, alles selbst entwickelt, alles selbst vergrößert. Ja. Und kurz und gut, und dann hat es mich aber immer wieder hingezogen und dann hatte ich, wollte ich auch wieder Porträts von Venezianern machen. Okay. Ja, weil die ja eine sehr, sehr alte Geschichte haben. Und diese Geschichte von Venedig, die ist, geht ja übers Mittelmeer hinaus mit Marco Polo bis nach Asien so ungefähr. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Und es gibt nach wie vor, vielleicht langsam nicht mehr so viele, einige Familien, die noch den Namen der alten Dogen tragen. Ja. Und diese Dogenfamilien, das ist natürlich, die, diese Dogen hatten einen großen Einfluss, die haben diese Republik mehr oder weniger gegründet. Und ich bin mit den Nachkommen, die auch zum Teil auch interessante Berufe haben, die sind jetzt nicht alle dekadent, habe ich Kontakt aufgenommen. Und die haben mich dann eingeladen, auch bei ihnen zum Teil zu wohnen. Also ich habe dann pur venezianische Geschichte gehört und auch ihr Leben und auch wie diese Stadt wie so ein Marktplatz ist. Jeder sieht alles von und keiner sagt was Schlechtes laut über den anderen. Es könnte ja gefährlich werden. Und dieses ganze Spiel ist wie ein Theater im Theater. Das hat mich an Venedig eigentlich, was man auch erfassen kann. Und wenn man mit solchen, mit diesen Menschen, du hast diese tolle alte Frau gezeigt, ja? Genau. Ja, die behaupten, oder behaupten mehrere, dass sie die ersten Dogen geliefert haben. Das war 800 oder sowas. Dann haben sich dann natürlich manche andere auch dafür interessiert, die ersten Dogen geliefert. Aber es ist, das ist noch so da gewesen, dass die sich gegenseitig, zum Teil wie Feinde, aber Vorsicht, weil man ja sich auch sonst verbrennen kann. Es ist ein, wirklich eine ganz verrückte Welt. Und dann haben mich eben interessiert, haben mich interessiert, in Venedig ist bekannt für seine Handwerker, für seine verrückten Leute, für die Dichter, für Baumeister, also für Skulpteure. Und das ist einer aus so einer alten Dynastie. Die aber dann gleichzeitig wissen, dass sie wie kleine Schauspieler sich plötzlich vor mir porträtieren. Ja, ich hatte ihn gar nicht gefragt. So kommt er denn plötzlich auf mich zu. Also ich bin in Venedig mindestens, also es hat sich über 12 Jahre hingezogen, bis dieses Buch mal irgendwann entstand, weil ich immer dachte, also es gibt ja hunderte von Venedig-Büchern, was soll ich da noch machen? Und ich habe mich auch, ich habe nur Freude an den Gesichtern gehabt, wenn man da auf dem Markt war, da hat man gleich gesehen, da ist der ganze Orient in den Gesichtern zu finden. Ob das die Araber, alles, alles sieht man noch heute in den jungen Gesichtern, ganz fantastisch. Das hat mich wirklich sehr inspiriert und interessiert, also die Menschen auch wieder sehr. Und dann sind natürlich am Rande auch diese Stimmungen entstanden. Nicht? Ja. Und, dann, als ich mich immer noch nicht getraut habe, also ein Buch daraus zu machen, war ich auf meinem Europatrip in Rom und habe Federico Fellini getroffen. Und Federico Fellini ist ja nur für Venedig mit dem Goldenen Löwen und was er, mehrere hat er dort ja gewonnen, brachte ich ihm meine losen Bilder von Venedig mit. Man muss denen immer irgendwas zeigen. Ja. Und er, das war eine tolle Begegnung, er hat alles ausgeschaltet, Telefone, alles, Sekretärin gesagt, keiner darf uns stören, nichts, nichts. Der wusste, was es bedeutet, sich auf einen Menschen einzulassen, sozusagen. Und ich hatte ihm meine Bilder damit gebracht, damit er überhaupt irgendwas sah. Und vor allem Venedig dachte ich, das ist was, was ihn interessiert. Und als ich rankam und wir uns erstmal so begrüßten, sagte, Sie können, da war er schon über 70, Sie können alles aus mir machen. Machen Sie bitte nur einen 35-Jährigen aus mir. Und hat gesagt,
wenn es Ihnen nicht gelungen ist, einen 35-Jährigen aus mir zu machen, hat er so gemerkt, wie ich darauf reagiert habe, dann ist das meine Schuld. Das fand ich ganz toll. Und dann sagt er, und versprechen Sie mir, machen Sie ein Venedig-Buch und ich schreibe dazu. Na, also da dachte ich ja nun, besser kann es ja nicht kommen. Und da war ich aber noch mit meinem Europabuch beschäftigt und hatte mit dem Presbyverlag noch einen Terminvertrag, bin aber immer weiter noch nach Venedig. Und als ich dann endlich dazu kam, war er tot. So. Und dann hat mein Verleger gesagt, also Frau von Kruse, Sie können so gut erzählen, schreiben Sie selbst. Und dann habe ich gedacht, ja, schreiben selbst, ich bin kein Schriftsteller, aber ich weiß, ich kann Briefe schreiben. Und dann habe ich 6 fiktive Briefe geschrieben an Menschen, wie an Fellini, wie an Luigi Nono, an Venezianer, die ich getroffen habe, und erzähle ihnen meinen Eindruck, was ich mit ihnen erlebte. Und das ist, da fing es an, hier mit dem Schreiben. Und ich bin wirklich, wenn du hast mich gefragt, ob ich heute noch gerne nach Venedig gehe. Ich gehe gar nicht gerne mehr nach Venedig. Man sieht, wenn man da auf dem Markusplatz oder ein bisschen weiter, sieht man, wie eine Stadt da irgendwo vorbeizieht, diese riesen Kreuzfahrtschiffe, die laden dann all diese Touristen aus, die sich dann das chinesische Zeug, was es da alles nur noch gibt, kauft und denkt, sie haben venezianische Sachen. Es gibt wirklich fast nichts mehr. Ich finde in diesem Buch besonders schön die Kombination mit anderen. Also es ist immer wieder ein Bild, Porträt mit einem anderen Bild, steinerndes Bild, also das Bild aus der Stadt oder hier in auch ein Porträt, und das ist natürlich auch das, den ich denn nur in seinem Deckel praktisch vom Flügel fotografiert habe. Aber das ist diese Stadt, als ich damals noch da war, also das ist ja jetzt auch, das Buch ist 96 erschienen, dann bin ich auch wenig nur noch da gewesen. Aber hier, wenn du mal guckst, einer von diesen alten Dodenfamilien, der heißt Antonio Foscari. Das ist eine ganz wichtige Figur, dieser Doge im 15. Jahrhundert, dessen Sohn dann verbannt wurde, weil er angeblich irgendwelche Betrügereien gemacht hatte, gar nicht, weil die einem anderen Dogen-Nachfolger im Wege standen. Dann wurde der in diese Kartschere gesteckt und starb da und so weiter. Und das ist hier, das ist dieser hier. Jetzt gucken Sie sich den mal an. Der kommt doch aus dem Orient. Aus wo? Aus dem Orient. Aus dem Orient. Mhm. Und ja, und ich habe bei denen auch gewohnt, der ist Architekt auch. Und ich kenne dessen Kinder auch, die sind langsam auch alle erwachsen. Und die sahen noch arabischer aus, würde ich mal sagen. Da hat er mir auch, der hat auch sehr viel Humor. Dass der Luca, der wird hier oft als Sohn von Gaddafi angesprochen, ja. Aber das ist einfach ein wenig faszinierend. Wird dieses Bild noch bearbeitet? Das hat eine bestimmte Auflösung. Ist das jetzt vom Vergrößern entstanden oder hat das noch einen bewussten? Nee, ich habe da nichts dran gemacht. Diese Struktur. Nein, das ist Teil des Bildes. Und bei der Vergrößerung sieht man das auch sogar. Das ist eigentlich, bei der Vergrößerung sieht man das, ne? Aber es hat irgendwie einen Zufall ergeben. Ja. Und aber es ist Ihnen auch aufgefallen, das ist na, natürlich. Weil bei der Vergrößerung sieht man auch diese Struktur, und gerade diese Struktur hat mich auch fasziniert, deswegen habe ich gesagt, ja, wir machen es. Es legt eine zweite Ebene. Ja. Was hat eben einen Zauber, nicht? Und haben Sie selber entwickelt? Ich mache alles selbst. Ich habe jeden Film entwickelt, jedes Bild selbst vergrößert. Ja. Und das ist auch heute schwierig, weil es diese Chemikalien und die Filme nicht mehr gibt, auch nicht in der Qualität. Das Papier hat auch nicht mehr so einen dicken Träger als Papier, sondern alles dünn. Vielleicht, das wissen Sie vielleicht auch, dass das alles heute sehr viel schwieriger ist. Ja, und auch die ganzen Emulsionen haben auch nicht mehr so viel Silbergehalt, was auch eben wirklich zu dieser Qualität kommt. Ja, dieses Schwarz, das erzeugt nur mit wirklich viel, viel Silber in dem Entwickler und in der Papierschicht, ja.
Und das ist wahnsinnig teuer heute herzustellen. Alles geht digital, kann man ja auch sehr schöne Sachen machen, sehr schöne Sachen. Alle Porträts sind Silber-Gelatin, Ausdrucke. Und ich fand deine Idee, ich habe erst, war ich so ein bisschen beklommen, dass du das auf diese Vergrößerung bringen wolltest. Aber ich bin vollkommen überzeugt, für diese Wände ist das herrlich. Auch wenn man von draußen schaut, hat man fast das Gefühl, man guckt in den venezianischen Nebel rein. Ja, genau so. Nach dem Prinzip so wie Tapete, aber natürlich sehr, sehr fein und spezielles, gedruckt natürlich, und spezielles Papier. Und das kann auch in unterschiedlichen Größen gedruckt werden. Ich denke, jetzt können wir so langsam mal so wir können ja genau so abschließend meine Lieblingsfrage. Welche? Was für Themen beschäftigen dich im Moment und was würdest du erforschen in der nahen Zukunft? Ich habe ja nun zwei Bücher geschrieben, die mit meinen Begegnungen, den Erzählungen und Erinnerungen an diese Begegnung mit all diesen Europäern oder anderen aus den anderen Büchern oder so und Künstlern. Und auch das ist so gekommen, dass, wie dieser Verleger sagte, Sie können gut erzählen, schreiben Sie das doch jetzt selbst, wenn Fellini nicht mehr lebt. Und so hat man mir jetzt in den letzten Jahren auch immer gesagt, das müssen Sie mal aufschreiben und so. Und da habe ich gesagt, ja, jeder schreibt seinen Mist, da liegt alles auf dem Ramsch. Und da hat einer, ein Literatursachverständiger, gesagt, Sie können mir gerne mal ein Manuskript schicken. Ich sage meine Meinung. Und dann habe ich auch Golo Mann, den Sohn von Thomas Mann, auch getroffen. Der wird auch in dem Buch darüber berichtet. Ja. Und ich habe ihm das geschickt und da hat er gesagt, weitermachen. Man sieht Ihre Bilder beim Erzählen. Und das macht mir auch... Ja, und das macht mir auch wirklich Spaß, nach diesen vielen Reisen, nach diesen vielen Eindrücken, das auch mal wieder zu reflektieren und auch zu fixieren irgendwie. Und es sind ja nur zwei Bücher entstanden. Ja, und mir macht das Schreiben wirklich Spaß, das muss ich sagen. Wirklich. Also ich scheine auch schreiben zu können. Das bestätigt man mir. Ja, die Bücher sind lesen sich super leicht und super, die sind super spannend. Also ich habe sie auch alle so verschlungen in 0,x Zeit. Sind das dann so Geschichten von den Personen, die diese... Ja, wie ich zum Beispiel diese Hadith getroffen habe, was ich Ihnen hier eben zum Teil so gelesen habe, oder wie ich die Füllis, oder auch eben wie ich Marcel Marceau, das war als Kind mein Traum, den einmal zu treffen. Also der Bip, also auf der Bühne, das war ja ein Zauber nur. Und da habe ich noch weder an Fotografieren, noch an Schreiben, noch an sonst was gedacht. Aber als das so kam, den möchte ich fotografieren, und zwar ohne Maske. Ohne Maske. Ohne Maske. Wir kommen auch wieder zum Thema Maske. Ja, und ohne Maske. Und das war eben ein ganz, das war dann wirklich eine direkte Begegnung. Ja? Und auch das schreibe ich hier. Diese Begegnung hinter der Maske, ja. Und das ist alles für mich, wie soll ich sagen, Poesie. Schön. Also kann ich das so, verstehe ich es richtig, dass du dein nächstes Buch jetzt vorbereitest? Ich kann jetzt nicht über all diese Leute immer weiterschreiben. Da muss man dann auch mal, das wird dann auch langweilig. Nein, ich habe jetzt, das ist aber, ob das für die Öffentlichkeit geeignet ist, weiß ich nicht. Aber mir fällt im Moment nichts Besonderes ein. Aber ich habe auch noch andere Sachen zu tun, aber ich habe jetzt etwas abgeschlossen, was ganz was anderes ist. Ich habe einen Enkel, einen einzigen leider nur, und der wird morgen sein Abiturzeugnis kriegen. So. Und der war sehr viel als kleiner Junge bei uns in Hamburg, und wir haben uns irgendwie ganz entzückend verstanden, und ich habe sehr viel hinreißende Erinnerungen an ihn. Er war auch bildschön mit diesen Locken. Also die waren in Italien, die Omas, die haben ihm nur immer den Kopf gestrichen, weil das Glück bringt und so. Er konnte sich gar nicht mehr retten. Aber jedenfalls, ich habe ihm, also etwa bis zu seinem 8. Lebensjahr so ungefähr geschrieben, was ich mit ihm bin, mit ihm auch verreist gewesen, alles das, und was wir uns unterhalten haben. Da kommen dann auch die Geschichten mit meinen Kindern, auch von mir selber, auch drin vor. Und das ist jetzt sehr, sehr persönlich,
Aber es hat mir große Freude gemacht. Und er kriegt das jetzt, er wird 18 im September, kriegt er das von mir als Geschenk. Und er heißt Cosimo. Schön, also das ist auf jeden Fall, es freut mich sehr, dass du auch Pläne hast und dass du auch dann zurück zu deiner Geschichte kommst, deine eigene Geschichte. Ich bin ja auch in einem sehr zarten Alter, nicht? Also da muss man ja mal, muss man ja auch mal darüber nachdenken. Ja, ich wünsche dir auch ein langes, langes, langes Leben und auch noch viele, viele, viele tolle Projekte und natürlich auch Fotografien und Porträts und alles, was dir dein Herz begeht. Das wünsche ich dir aus meinem ganzen Herzen. Und dann, ja, damit schließe ich jetzt hier unseren wunderbaren Abend und das heißt, der Abend wird nicht geschlossen, das Gespräch wird erstmal geschlossen, wird hier auf YouTube ausgeschaltet und dann können wir vielleicht ein bisschen was trinken und uns unterhalten ohne Maske. Ja, darf ich denn nochmal, ich möchte dir auch vor allen Dingen nochmal danken, das habe ich ja neulich auch schon mal gemacht, also möchte ich nochmal sagen, weil ich wirklich, du hast mich wirklich überzeugt mit diesen wunderbaren Veduten. Die man hier in dieser Form jetzt sieht. Und die Galerie ist klein. Was du daraus machst, ist toll. Ja? Und mit vier, das hängt, das, der Aufhänger ist ja dieses Thema Architektinnen. Mhm. Und mit vier Architektinnen, mehr sind auch nicht in meinem Buch drin, kann man keine Ausstellung bestücken. Und dass du das eben in dieser Zusammenhang gebracht hast, ich finde es sehr gelungen. Also vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Danke, Ingrid. Ja, okay, also.